Warum ziehen manche Menschen Narzissten an wie ein Magnet und andere scheinbar gar nicht? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Dann ist dieses Video für dich. Manche Menschen, wie ich gerade gesagt habe, ziehen Narzissten an wie ein Magnet. Wer ist das? Bist du es? Und weißt du, warum? Bist du schon drauf gekommen, dass das, was der Narzisst oder die Narzisstin heute mit dir tut, dass du das aus deiner Kindheit kennst? Vielleicht nicht wortwörtlich und vielleicht nicht haargenau dieselben Aktionen, aber du kennst das. Du kennst dieses emotionale Zuhause, wie ich das immer nenne. Wie meine ich das? Du kennst es, dass du schuld an allem bist. Du kennst es, dass die Bedürfnisse der anderen irgendwo da oben angeordnet sind und deine Bedürfnisse irgendwo da unten. Du kennst es, dass andere Menschen im Mittelpunkt stehen und du dafür da bist, diesen Menschen Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken. Diese Menschen, die so sind, nenne ich ungeheilte Empathen. Empathen durchaus, weil sie empathisch sind mit jedem. Sie sind mit jedem Menschen empathisch. Es sind wunderbare Menschen für Narzissten. Denn Narzissten brauchen andere Menschen, um Liebe, Anerkennung, Applaus und vieles, vieles mehr zu bekommen. Und wer ist da besser geeignet als ein Empath? Der ungeheilte Empath jedoch, der hat keine Empathie mit sich selbst. Das ist der Unterschied zu einem echten Empathen. Der ungeheilte Empath hat keine Empathie mit sich selbst. Deshalb lässt er sich das alles gefallen, diese Beschämungen, Beschuldigungen, Betitelungen eines Narzissten. Deshalb lässt man sich wie Dreck behandeln, deshalb lässt man sich wegschicken und wieder herholen, gerade so, wie es der Herr oder die Frau Narzisst braucht. Wenn du draufkommen möchtest, wie du in der Kindheit deine Muster finden kannst und wie du sie dort verändern kannst mit innerer Kindarbeit, dann guck dir das Video an, das jetzt hier unten und hier oben eingeblendet ist. Wir sehen uns gleich.